So, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. 2023 haben wir kein Video bis jetzt gedreht. Heute ist der erste Tag, wo wir uns dann zusammengetan haben, um ein Video zu drehen. Ihr seht, wir sind nicht im Studio. Wir sind irgendwo zwischen Gießen und Frankfurt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber ich wurde von meinem Team dann hierher gelotst, dass wir einfach außerhalb vom Studio auch mal Videos drehen. Und heute mit einem brandneuen 2023er E-Bike, das Moonraker Level XR. Schaut euch die Details von dem Fahrrad an. Wir sehen uns gleich und dann gehen wir das Fahrrad dann gemeinsam durch. Bis gleich! So, willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Ihr seht, jedes Mal ist es ein Kunstwerk, ein Moonraker-Fahrrad vorzustellen. Und auch 2023 sind die Räder vom Moonraker wirklich bildhübsch. Wir haben hier das Level XR, die höchste Reihe von der Level-Familie. Die Level-Familie ist quasi ein reinrassiges Downhill-Enduro-Bike. Wir haben vorne 180 mm Federweg. Das ist gebaut, damit man wirklich bergab alles meistern kann. Bei dem XR, was wir euch heute vorstellen, ist da die Oehling AXF 38M verbaut. Die beste Gabel, was man eigentlich in diesem Bereich bekommt. 180 mm Federweg, habe ich schon gesagt, und wir haben 29 Zoll Laufräder. Die Laufräder sind auch die Boost-Laufräder von E13. Das heißt, die haben auch ordentlich Power, wenn ihr es mal krachen lassen wollt, bergab und Angst habt, dass die Felge vielleicht kaputt geht. Hier wurde wirklich das Beste verbaut, damit ihr dann euren Spaß haben könnt. Wir wurden hier in den Kommentaren gefragt, wie kann man denn Carbon Felgen von Alufelgen auseinanderhalten. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Hier, ich halte einfach in einem Alurahmen, sehe, es ist kalt. Man könnte ja auch an einem Felge dran halten. Wenn es kalt ist, ist es dann genauso ein Alufelge. Wenn es dann warm ist, ist es ja dann quasi aus einem Duroplast, Plastik, und dann ist es eine Carbonfelge. So könnt ihr die auseinanderhalten. Jetzt nochmal dazu, das ist mir nur eingefallen, weil ihr das in den Kommentaren gefragt hattet. Also, wie gesagt, reines 29 Zoll, vorne und hinten. Und hinten bei dem Dämpfer haben wir 170 mm Federweg. Stahldämpfer, auch von Oehlins. Das Beste, was man auch in dem Bereich bekommt. Da könnt ihr das natürlich auch krachen lassen. Was natürlich vorteilhaft ist vom Moonraker, ist das eigene entwickelte und patentierte System, das Zero Suspension System, wo ihr dann eine Doppellagerung habt. Der Dämpfer hinten ist quasi schwebend. Das führt dazu, dass euer Dämpfer dann super effizient ist. Das wird dann nur gebraucht, wenn dann quasi der Dämpfer in Anspruch genommen werden soll. Ihr kennt das vielleicht, wenn man die Hinterradbremse betätigt. Da geht der Dämpfer auch ein bisschen ein. Hier ist es so, da wird die Hinterradbremse Kraft von der Dämpfungskraft einfach auseinandergehalten und dann geht die Hinterradbremse dann nicht mehr in den Dämpfer rein. Genauso ist es auch, wenn ich dann quasi in die Pedale reindrücke, da werden die Kräfte auch auseinandergehalten. Das führt dann auch dazu, dass ich butterweich bin bei sehr leichten Stößen und dann, wenn es da richtig hart wird, wird das Ganze dann auch nicht dann, zusammengestoßen. Das heißt, es schlägt nicht durch. Für Leute, die es noch nie gefahren seid, ihr könnt gerne bei uns in dem Laden vorbeikommen, den Dämpfersystem, dieses Zero Suspension System von Moonraker ausprobieren. Ist natürlich eine Besonderheit und man merkt es dann direkt bei der ersten Ausfahrt, dass es einfach anders federt. Eine andere Besonderheit, was Moonraker hat, ist die Vorbaugeometrie. Wir haben hier, wie ihr seht, einen sehr kurzen Vorbau. Man ist sehr abfahrtorientiert. Das führt dazu, dass mein Gewicht perfekt auf Hinterrad und Vorderrad dann einfach aufgeteilt wird. Wenn ich bergauf fahre, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass ich einfach nach vorne umkippe. Und wenn ich bergab richtig krass bremse, brauche ich mir jetzt auch keine Sorgen zu machen, dass ich mich überschlage, weil mein Gewicht dann sehr gut durch diese Geometrie auf beiden Rädern quasi verteilt wird. Ich sitze so richtig in dem Fahrrad drinne. Der Vorbau, der kurz ist, führt auch dazu, dass meine Lenkbewegungen sehr, sehr direkt sind. Das heißt, ich kann dann auch sehr anspruchsvolle Trails ohne Probleme mit dem Fahrrad bewältigen. Was natürlich auch von Moonraker einfach klasse gemacht wird, ist diese Rahmenform. Die einen mögen es, die anderen nicht. Auch bei den Carbonrahmen ist es dann quasi auch so weitergeführt. Es sieht sehr schön aus und Moonraker hat natürlich auch bei Aluminiumrahmen den besten Gewichtssteifigkeitswerte, was in den Tests und Magazinen jemals getestet wurde. Da haben sie einfach ihre Spezialität und das Fahrrad wiegt ganze 25 Kilo. Obwohl wir hier 750 Wattstunden haben, 38er Gabel und natürlich auch einen Stahldämpfer. Das spricht natürlich für sich und die Steifigkeitswerte sind natürlich gigantisch.
Ein Vorteil, was Moonraker auch hat, ist der Akku, der verbaut ist. Er ist fest verbaut, deswegen habe ich mein Unterrohr so dünn. Ihr seht es, es sieht sehr, sehr filigran aus. Designtechnisch ist es natürlich richtig schön. Anderer Vorteil ist, wenn ich keinen riesen Riss in meinem Unterrohr habe, ist mein Rahmen dann natürlich auch steifer. Den Akku könnt ihr quasi für Service rausnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Dafür muss man den Motor einfach abbauen. Aber für tagtäglich brauchen auch viele den Akku nicht rauszunehmen. Man kann das direkt auch an dem Rahmen laden. Da gibt es auch eine Ladebuchse, was richtig schön auch platziert ist. Besonderheit: 2023 hat Bosch quasi sein neues Display. Beziehungsweise 2022 haben sie das neue Display veröffentlicht und dann kommen jetzt die zwei neuen Remote-Tasten. Wir haben hier diese 3-Knopf-Remote-Taste, die kabellos ist. Ihr seht, wir haben gar keine Kabel. Mein Cockpit ist richtig clean. Und hier habe ich die Bedieneinheit, wo ich dann ohne Display auch fahren kann und sehen kann, in welcher Stufe ich bin. Das Ganze könnt ihr dann hier einschalten, auch zwischen den Stufen wählen. Wenn ihr das Display nicht haben wollt, könnt ihr euer Handy dran machen. Ist alles mit der Remote-App von Bosch natürlich benutzbar. Und ihr könnt dann alles untereinander tauschen. Es ist alles untereinander kompatibel, was man halt haben will. Kiox 300 ist natürlich ein schönes kleines Display, Farbdisplay. Ihr habt da auch natürlich die Navigationsanzeige und dann auch die Connectivity zu eurem Bosch App. Das führt dazu, dass natürlich mein Cockpit dann super clean wird. Ein anderer Grund, warum mein Cockpit so clean ist bei Moonraker, ist, dass sie auf SRAM setzen. Wir haben bei der Bremse die SRAM Code RSC. Das ist die beste Bremse, die SRAM jemals entwickelt hat. Viele haben nur wahrscheinlich die Code R benutzt. Die Code RSC ist nochmal besser. Ich kann den Druckpunkt einstellen. Ihr könnt dann wählen, okay, wo soll mein Druckpunkt sein? Eher am Ende oder am Anfang. Ihr könnt dann die Griffweite einstellen. Ein anderer Vorteil ist, dass quasi mein Ölreservoir hier vorne, mein Piggyback, einfach größer geworden ist. Ich habe dann noch mehr Öl im Umlauf. Das führt dazu, dass mein Öl immer 20 Grad auch unter extremen Belastungen kühler ist als die Konkurrenten. Und je kühler mein Bremssystem ist, desto mehr Bremskraft habe ich natürlich und desto mehr Performance bietet natürlich auch die Bremse an. Und SRAM hat natürlich eine Halterung entwickelt, wo man auch die Schaltung direkt dran machen kann und deswegen haben wir zum Beispiel nicht wie bei der Konkurrenz einfach zwei verschiedene Schalter, nur eine und da gehen halt beide an diese Halterung dran. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, falls ihr Motorrad fährt, kennt ihr Links-Rechts-Bremse, wir wollen die Bremsen dann untereinander tauschen. Kein Problem, ist hier machbar, ihr könnt die Bremse ohne, wie bei Shimano das aufzumachen, einfach umdrehen, die Bremsen lassen sich auf beiden Seiten dann natürlich auch benutzen. Absenkbare Sattelstütze darf natürlich auch nicht fehlen, ist auch dabei von einem in einem Premium-Niveau von On-Off, das ist ja die Eigenmarke von Moonraker. Wir haben auch jede Menge On-Off-Teile hier verbaut. Alles in allem ist das Fahrrad natürlich einfach für Gelände gemacht. Das macht auch die Schaltung aus. Die Schaltung hinten habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Wir haben die X01. Die X01 ist die Schaltung für abfahrtorientierte Leute, die das dann benutzen wollen. Vorteil ist, dass er unter einem eine Reibungskupplung hat. Die Reibungskupplung hält die Kette natürlich immer steif. Das flattert dann nicht so. Ihr kennt das, wenn ihr bergab fahren wollt. Und wenn ich dann einen Unfall baue, dass die mein Schaltwerk einfach in sich reingeht, damit die Kräfte nicht mein Schaltwerk brechen, beziehungsweise mein Schaltauge. Die X01 lässt sich natürlich auch sehr fein schalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch andere SRAM-Teile untereinander tauschen. Die sind alle untereinander kompatibel. Ihr könnt da zum Beispiel die GX-Kassette dran machen, die SX, die NX oder auch andere Schaltwerke. Das ist auch ein Vorteil von SRAM. Das Fahrrad in 4 verschiedenen Rahmengrößen, natürlich bei uns in Gießen, bei Switchbike. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen, das könnt ihr auch jetzt online bei uns einfach anfragen. Wir versenden auch Fahrräder. Fahrrad ist natürlich bei uns auf der Website www.switchbike.de auch zu kriegen. In der Katharinengasse 14 in Gießen findet ihr uns. Einfach vorher anrufen. Leasing ist kein Problem, Finanzierung ist kein Problem. Wir bieten auch Versicherungen an, alles in allem. Wenn ihr Fragen zu dem Fahrrad habt, gerne in die Kommentare und schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir drehen eigentlich das Fahrrad, was ihr sehen wollt, wenn es bei uns in den Laden dann eingetroffen ist. Ihr habt in den letzten Wochen immer wieder gefragt, wie viel kostet ein Fahrrad. Das vergesst ihr immer wieder in den Videos zu sagen. Ja, das stimmt, wir vergessen es manchmal, aber auch manchmal wollen wir es nicht sagen, weil es einfach extreme Preisschwankungen gibt. Jeder Hersteller hat zum Beispiel letztes Jahr mehrmals die Preise erhöht. Dieses Jahr sieht das Ganze ein bisschen ruhiger aus. Die Hersteller erhöhen nicht so oft die Preise, deswegen ist auch eine Stabilität eingetroffen. Das Fahrrad kostet aktuell 9.300, so wie es hier steht. Und das kriegt ihr dann, wie gesagt, auch bei uns bei Switchbike. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns natürlich dann auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und eine schöne Woche.